Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf YouTube Kacke. Detlef auf der Bühne von An die Arbeit, ja. Lädt ja seit neuestem wieder ein paar Videos hoch. Das Video ist schon ein bisschen älter, ich gebe es zu, aber ich habe es noch nicht gesehen. Es ist 5 Minuten lang, es geht um Detlef. Ich habe Stefan dabei, was gibt's Schöneres? Let's go. Bestes Intro. Das nachfolgende Video soll niemanden beleidigen und dient ausschließlich der Unterhaltung. Oh nein, es geht doch schon wieder. Es ist eine Comedy-Show, okay? Das, woran die meisten Menschen scheitern. Die Entscheidung, etwas zu ändern. Aufzustehen, zu sagen, scheiße, zu sagen, scheiß drauf, ich will nicht mehr leben. Vergasen. Es gibt manchmal so Sachen in Black Ops. Digga, was? Was? Es gibt Sachen in Black Ops? Geil. Okay, jetzt bin ich gespannt. Zwei, da denkt man, scheiß drauf, ich hätte einfach. Schicksals. Sedis. Ich will Fisch. Saras. Was hab? Saras. Fuff. So. Pfeff. Haja. Scheißen. Digga, macht er die. Ist der noch auf seinem Pre-Workout oder wie schaut's aus? Macht er die Show noch? Ich würde sie mir anschauen. Ich würde es mir antun so sehr. Würdest du die im Stream gucken oder ist es zu... Ich glaube, das ist zu toss, wenn ich mir das im Stream anschaue. Aber ich würde es mir gerne mal live geben. Danke. Und dann noch die Show, danke, oder? Ich wurde im Jugendterritorium bei minus 49 Grad gefangen genommen, erschossen und bin erfroren. Ist das euch verdammt ist ernst? Ich muss durch meine Scheiße fressen. 32 Kilo insgesamt. Ihr glaubt es nicht, meine linke Gesichtshälfte war weg. Meine Hand war weg, meine Droge war weg. Ich hab Digga, wer lacht da so hässlich, Mann? Der Mann redet über seine Probleme, lacht doch nicht so doof. Wie gesagt, scheiß drauf, einfach. Das ist halt mein Schicksal. Ich hab 2700 D-Mark Droge, Schulden nicht bezahlt, weil den Hells Angels. An einem Montag um 7:20 hat die Polizei bei mir geklingelt. Digga, 7:20, Alter. Das muss ich mir... Das hat mich sowas von abgeholt. Das muss ich mir fucking nochmal merken. Wo ich keinen Strom, keinen Fisch, Wasser und kein Gas hatte, weil ich es nicht bezahlen konnte. Nicht um mit euch mal zu schauen, woher kommt man, sondern um Mitleid bei euch zu erzeugen. Halt die Fresse, ja? Oh. Einfach mal so ein Zwischenruf und er atmet erstmal ganz, ganz, ganz tief durch. Haben Sie das mal probiert? Ja? Ja? Sieht halt. Das geht jetzt ja mal in eine ganz andere Richtung. Also. Ich muss jetzt so ganz kurz einwerfen, weil irgendwie, ich weiß nicht, du siehst es denke ich mal wie ich, aber ich bin nicht so der Sieds-Typ, ne? Und ich find's, ich weiß, ja, okay, bei so einer Show kann man das vielleicht schon machen, aber ich würd's irgendwie geiler finden, wenn er halt die Leute duzen würde, weißt du, allein schon wegen dieser Persönlichkeitsebene. Das wäre viel entspannter, das wäre... Es ist halt entspannt. Ja, und viel lockerer. Du erreichst, glaube ich, auch mehr Leute einfach denn damit. Oh so Gott, mehr, ja, mehr Leute fühlen sich, glaube ich, safe abgeholt davon dann. Ja. 99% der Dinge, vor denen wir Angst haben, mach ich wahr. Digga, er schaut halt wirklich sehr, sehr böse. Ein sehr böser Psychopath, so schaut er gerade. Ich mach euch fertig. Trete niemals ein. So, entschuldigt bitte, wenn ich das so klar sage, aber es ist so. Stellt euch der Angst. Ich mach das Schlimmste mit euch, was euch eigentlich passieren kann. Das werdet ihr nicht überleben. Ihr könnt nichts gegen euer Schicksal tun. Habt ihr das verstanden? Mit 9 Jahren bin ich ins Gefängnis gekommen in Berlin und hat gesagt, Sohn, du hast jetzt hier 2700 Schachschlicks nicht bezahlt, jetzt werde ich dich abschieben. Ich werde gefickt und das nicht besonders gut. Punkt. Was will ich... Ja, das muss man auch einfach mal sagen, weißt du? Man muss damit auch einfach mal raus. Man muss einfach mal mit der Sprache rausrücken, wenn es so ist. Mann. Zu euch damit sagen, vielleicht mal was von der Seite, die ist noch ein bisschen unterbelichtet. Okay. Wenn sich jetzt jemand gemeldet hätte, der hätte nämlich auf die Fresse bekommen und das wusstet ihr ganz genau. Ich will sagen, dass gebt euch zwischendurch mal Pausen. Wichst nicht den ganzen Tag durchs Leben. Das Ding ist, liebe Freunde,
Nichts hat mehr Sexiness als ich. Würde ich so unterschreiben. Wir fahren fort. Ist das nicht geil, oder? Also, jetzt pass mal auf. Was noch viel geiler ist. Krach. Also, Junge, jetzt geht er aber durch, Alter. Jetzt geht er durch. Erstmal, ihr wisst ja, und deswegen gehe ich so gerne in die Matrix. Diese Energie, die aus der Matrix hierher geschossen kommt, das ist echt, das ist mein Dope. Und ich möchte mit euch gerne. Die geilste Matrix-Live-Fest-Choreo mit 10.000 Schnellenschen machen. Heute hier um 38 Uhr und 11 Minuten. Seid ihr dafür bereit? Seid ihr dafür bereit? Ey, ohne Witz, ich wäre so bereit dafür. Oh. Ihr habt mir vorhin schon mehr Power gegeben. Ich hatte schon mehr Power von euch. Seid ihr bereit? Ja, halt! Okay, pass auf, wow. Ey, einer hat auf den Stuhl geschissen. Du bist ja heftig. Du bist ja heftig. Er guckt sich das dann später im Fernsehen an und so, ja, Digga, das war ich. Digga, ich hab darauf geschissen. Ja, halt heftig, Schiss. Engel, du bekommst nicht deine Rechte, hast du gemerkt, war gerade noch so. Seite, piekt euer Nachbarn nicht in die Ohren, genau. Ja, oben. Ah ja, ah, ich stecke in deinem Ohr. Was? Junge, was? Okay, zieh die Musik hoch. Okay, seid ihr ready? Hey, seid ihr noch? Oh mein Gott, was? Wo seid ihr? Let's go. Oh nein, Alter. Es macht alles kaputt. Es geht doch schon wieder so los. Es geht schon wieder so los. Andere Seite! Oh mein Gott. Andere Seite! Alter, nee. Alter, leck mich am Arsch, Digga. Wirklich. Ey, geiles Video von Andi, aber ich bin echt froh, dass er wieder angefangen mit Videos. Bin sehr, sehr gespannt. Wir werden auf jeden Fall in den kommenden Wochen auch nochmal ein bisschen vorbeischauen. Bei seinen neuen Meisterwerken auf jeden Fall auch. Schau deswegen auch bei Andi Arbeit vorbei. Und ey, wenn es noch nicht passiert ist, ich weiß noch nicht ganz genau, wie wann das Video online kommt, weil ich nehme ja immer ein bisschen im Voraus auf, wie ihr inzwischen auch schon mitbekommen habt. Aber wenn es noch nicht soweit ist, macht bei ihm auf jeden Fall die 1000 Abos voll. Wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich auch sehr über den Like, ein Abonnement, einen Kommentar von, schreibt mir gerne wieder wie immer neue Vorschläge in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, haut rein. Ciao.